Shalom Aleichem. Wenn einer sieht im Chalom, im Traum, Pil, Elefant, was hat das zu bedeuten? Sagt der Talmud im Masechet Brachot, Seite Nun Vav Amud Bet, 56b. Wenn einer sieht Elefant in seinem Traum, Plaot Nasimlo, er erlebt Wunder. Sagt der Talmud weiter, Haroe Pilim, wenn einer sieht mehrere Elefanten, Plural, viele Elefanten. Sagt der Talmud, Pilei Plaot Nasimlo. Gut. Aber das ist eine Mishnah. Es gibt eine andere Breita. Breita ist eine Tanja, ist eine Abteilung von dieser Zeit, von dem Mishnayot. Breita bedeutet outside, draußen. Und steht geschrieben in die Breita etwas, was widerspricht das, was steht geschrieben in Talmud. Und Breita ist vor dem Talmud. Steht geschrieben in die Breita, alle Tiere im Traum ist was Positives. Außer zwei, Pil und Kopf, Elefant und Affe. Nun, wie kann das sein? Wie geht das? Du sagst in Talmud, Pil e Plaot, Pil, also Pele, Wunder. Und du sagst, alle Tiere sind gut zum Traum, nur Elefant und Affe ist nicht gut. Noch eine Sache. Wir wissen, dass Elefant hat auch eine riesige Elfenbein. Und Schleuma Melech und noch viele Könige haben das gestellt bei ihrem Palast oder auf ihre königlichen Thron oder Kissé, Stuhl, so Elfenbein. Und noch eine Sache, alle Tiere, das habe ich nicht gecheckt, aber über Elefant steht geschrieben, dass immer wenn er beginnt zu gehen, beginnt er immer mit linke Fuß. Mit der linke, anstatt mit der rechte. So steht geschrieben. Also ihr sollt gucken nach dem Shiur oder gehen in Zoo und gucken, wie beginnt der Elefant gehen. Und dann könnt ihr auch zustimmen, das was steht geschrieben in unseren Schriften. Also steht geschrieben, der Elefant beginnt immer mit links und nicht mit rechts. Und die Frage ist, warum? Sag weiter die Gemara, der Talmud, dass der Pil ist so, warum heißt der Pil? Shemapil chitato al sha'ar chayot, dass er erschreckt von seiner Gräßigkeit alle Tiere. Mapil eima, also er schenkt auf alle Tiere. Er ist ein größer, ein starker, ein breiter, ein präsentierter. Man sieht, der Elefant sieht man, er ist ein Stück, obwohl ist er vegetarisch, aber ganz groß. Aber von einem Tier hat er Schreck. Von einem Tier. Welche? Moskito, Yatush. Sagt die Gemara, emas Yatush ala Pil. Wenn die Moskito geht rein in die Rüssel oder Chedek, die Nase von dem Elefant, da bekommt er große Angst und Mäure und es macht ihm nervig und Meshuge und Banane. Also der Elefant wird wahnsinnig, wenn die Moskites, wenn die kleine Fliegelach reingestubt in seine großen Rüssel,
in seine großen Chedek, in seine großen Nase. Und wir möchten heute erklären, was haben wir davon zu lernen. Wir wissen, in Masechet Brachot steht geschrieben, dass wenn man sieht ungewöhnliche Menschen, gibt das eine besondere Bracha. Gott behüte, Gott bewahre. Wenn du siehst einen Mensch, den hast du nicht gesehen in deinem Leben, so anders als alle anderen Menschen, Hashem Yishmor, tut weh. Du siehst einen kleinschicker Mensch, ein Lilliputaner, ein riesiger Mensch, ein Albino, ein Mensch, Meshune. Meshune bedeutet anders. Es ist nicht schön zu sagen komisch, aber Meshune, anders als alle anderen. Steht geschrieben, soll man nicht zu viel gucken. Steht also geschrieben, soll man nicht ignorieren. Es gibt einen Mittelweg. Wenn man sieht so einen Mensch, sagt man leise zu sich, gelobt seist du Hashem, unser Gott, der andere Menschen geschafft als ich. Ich weiß, es klingt euch komisch, ich bringe euch eine Sidur, sollt ihr sehen in eure Augen. Eine Sekunde. Wir gehen jetzt in Sidur. Jeder weiß, alle Brachot sind nach Schacharit. Siehst du, habe ich gleich geschlagen von Hashem. Also die Segenssprüche beim Erfüllung zum Geboten ist das nicht. Bei einer guten Nachricht, schlechter Nachricht, beim Anblick der Blüte Obstbäume, Anblick von hohen Bergen, komisch, in dieser Sidur in Deutschland. Hat man diese Bracha nicht gestellt, Meshane Abrius, dann bringe ich eine normale Sidur. Also ich bin schon sprachlos. Vielleicht das ist in Deutschland nicht politically korrekt, zu machen so eine Bracha über einen komischen Mensch. Bringen wir ein anderes Sidur. Sei mir nicht böse. Ihr könnt euch machen ein Gloss Tee und kommen. Eine Sekunde. Hier habe ich eine Sidur Lechazan, Nusach Ashkenaz, aber ohne deutsche Übersetzung. Und steht hier geschrieben, Kesheroim Brio Meshuna, wenn man sieht einen komischen Mensch, Kegoin Gamod, so wie ein Liliputane, Vekadoime, man sagt, Boruch ato Hashem Elokeinu Melech Oelom, Meshane Habriois. Man sagt Meshane Habriois. Steht geschrieben. Diese Bracha Meshane Habriot sagt man nicht nur auf ungewöhnlichen
Sorten von Menschen. Natürlich nur, wenn hat man gesehen, einmal am Leben macht man die Bracha. So ein Mensch, was hast du noch nie gesehen? Was weiß ich, mit drei Händen, mit 21 Finger, mit einem Auge, also mit dem Auge in die Mitte, etwas. Dann macht man eine Bracha, Meshaneh Briot. Sagt die Halacha, nicht nur über komische Menschen, auch wenn man sieht Elefant und Affe. Aber warum schreiben sie das nicht in die Sidur? Probiere ich meinen dritten Chance, noch eine Sidur. Was machen sie, die Ashkenazim? Probieren wir noch eine letzte Chance. Ja, ja, nein, nein. Was soll ich machen? Hier steht geschrieben in die russische Sidur Shema Israel. Hier. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Meshaneh Briot, also wenn man sieht Adam Meshuneh, wenn man sieht ein komischer Mensch. Auf jeden Fall, wenn man sieht eine Affe oder ein Elefant, steht geschrieben in Halacha, muss man die Bracha machen. So habe ich im Kopf. Dann muss ich noch einmal prüfen, in Kitzur Shulchan Aruch. Entschuldigung heute, Entschuldigung, wirklich. Also steht geschrieben im Talmud auf jeden Fall, dass wenn man sieht komische Menschen oder wenn man sieht Affe oder Elefant, macht man eine Bracha. Meshaneh Abriyo ist auf komische Geschöpfe. Warum? Es gibt eine Erzählung, dass die Generation nach der Sintflut, die Dora Palaga, die Menschen, die wollten sich gegen Gegenstand gegen Hashem Chas v'Shalom machen. Auf diejenigen, die wollten gegen Hashem machen einen Migdal, Sheroshom HaShamayim, steht geschrieben, dass Hashem hat die Menschen bestraft, dass die sind geworden Affen und Elefanten. Und Elefant kommt von dem Wort Nafal, Nefilam, Pil, Pilim, Nefilot, gefallen. Oh. Ich weiß, ich rede zu der Sache. Menschenskind. Ich wusste. Die Sidurim machen, was sie wollen. Ich lese euch von Kitzur Shulchan Aruch. Kitzur Shulchan Aruch, Paragraf 60. Aroye Kushi vegichoer, Shuodom Arbe velavkan. Also, wenn einer sieht, zu weiß, zu rot, zu schwarz, wenn einer schmal und dünn, Lilipotaner, Drakona, eine mit volle Pickel, Ptuye Rosh, wenn eine die ganze Haare sind geklebt, hier, Veeta Pil, Veeta Kof, also und dem Elefant und der Affe.
Ich zeige euch, geht zu Shulchan Aruch, ich verkaufe euch keine Lokschen. Glaubt mir bitte, wenn ich euch was erzähle. Tja. Und, oder man sieht einen, der ohne Füße und ohne Hände, oder Mucke schrien, oder ein Blinder, oder Bahakan. Also guck in die Halacha. Wenn er sie sieht, er macht Meshane Abriois. Warum? Warum macht man Meshane Abriois? Weil es waren Menschen. Und die Menschen waren gegen Hashem. Und wenn jemand ist gegen Hashem, er fällt so tief, dass er wird später ein Elefant und ein Affe. Das heißt, es war eine Phase, eine Zeit, wo die Menschen, die Bestrafte, waren Elefanten und Affen. Und bis heute, das ist die viele von den Elefanten und die Affen sind die Nachkommen von der Dora Palaga. Jetzt. Deshalb der Elefant beginnt immer mit links, um zu zeigen die Recht und die Gerechtigkeit. Und er hat eine große Nase. Warum hat er eine große Nase? Große Nase zeigt Erech Apaim. Erech Apaim bedeutet nicht zu vergessen und langsam die Sachen bearbeiten von dem alten Fehler. Wir wissen, ich weiß nicht, wie ist das auf Deutsch, aber in die jüdischen Schriften, wenn ein Mensch hat einen guten Gedächtnis, sagt man erst los Zikaron shel Pil, also der hat ein Gedächtnis von einem Elefant, also der vergisst gar nichts. Er vergisst gar nichts. Was hat man ihm geprügelt und geschlagen und Gott sei Dank gibt es keine Psychotherapeuten bei den Elefanten, weil so viele Stunden haben sie nicht zu erzählen, was haben sie erlebt. Sie erinnern sich alles. Ich erinnere mich als Kind, es war so ein schönes Buch, Yalduteinu, unsere Kindheit. Süßes Buch. Oh, wie viele Jahre habe ich das nicht gelesen? Und dort war eine Geschichte von irgendeinem Schneider, wo immer hat er mit dem Nadel gestochen, dem Elefant. Und einmal der Elefant ist gekommen und er hat ihm gegeben, er hat auf ihm Wasser gegossen. Das heißt, ein Elefant erinnert sich alles, er rächt sich und alles. Also was wollen wir lernen? Was wollen wir lernen? Wir wollen lernen, dass wenn ein König will Urteil nehmen, soll er das natürlich links heißt Recht und Gerechtigkeit, aber auch machen mit Liebe und Barmherzigkeit. Deshalb Schleumer Melech hat gelegt Elfenbein, um sich die Energie von dem Geduld, von der Langsamkeit, von der Zugehörigkeit zu dem... Nehmen die Sache mit Geduld. Was heißt das? Wir reden uns ein, dass wir sind geduldig. Stimmt nicht. Wir sind ungeduldig. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch, aber wenn einer muss warten, zu machen Brille, 4 Stunden, und zum Schluss sagt man ihm, heute gibt es keine Möglichkeit, die Prüfungen zu machen, man platzt. Die lange Stau, lange, also die Nerven sind am Boden, also die Menschen sind ungeduldig. Auf jede kleine Sache, die sind schon unbequem. Deshalb, wir müssen sein Menschen, nicht komisch. Wir müssen sein Menschen mit viel Geduld. Vor der Zeit von dem Dora Palaga, vor der Zeit von diesem Geduld wie Noach. Noach, 120 Jahre hat er gebaut eine Teva, Ache Noach. 1 Jahr hat er gegeben, alle Tiere zu essen. Und ich glaube, die 2 Tiere, Elefant und Affe, Affe, wir werden noch lernen, Affe bedeutet nicht dem anderen nachmachen, sondern Selbstpersönlichkeit haben. Aber von Elefant bedeutet große Ohren zu hören und gut zu riechen. Und nicht vergessen, dass Pil bedeutet Nafal. Jetzt. Warum steht einmal geschrieben, dass Elefant im Traum ist gut und in die Breite steht geschrieben, Elefant im Traum ist nicht gut.
sagt der Talmud, die Frage ist, ob es war mit einem Sattel oder ohne Sattel. Ein Elefant mit Sattel im Traum, sehr gut. Pelle, viele Elefanten mit Sattel, viele Pläum, viele Wunder. Aber Elefant ohne Sattel, Signal für dich, du bist hochmutig, du bist ungeduldig, du wirst fallen. Jemand wird dir die Wahrheit im Gesicht zeigen. Mach von deinem Elefant, von deiner Vergangenheit einen Sitzort. Sitz du auf dem Elefant. Leg du den Sattel auf dem Elefant. Deshalb, es widerspricht nicht das, was steht geschrieben in Gemorre und in Breise. In Talmud, in Brachot steht geschrieben, wenn einer sieht Elefant, Pilei Plois, viele Wunder. Und in die Breite steht geschrieben, dass Elefant und Affe ist nicht gut. Warum? Sagt der Talmud, das ist mit Sattel und ich rede nicht über den Affe heute. Heute nur über den Elefant. Ein Elefant ohne Sattel ist nicht gut. Weil das ist ein alten Gedächtnis und nicht gute Sachen. Das ist Meschane Abries, das ist komische Menschen. Das ist eine kleine Gedanke, die kommt von der Baal Shem Tov, von der Recha Baal Shem Tov. Dass alles, was man hat in dieser Welt, soll man davon lernen. Es gibt nichts Stam, einfach so. Und Pil kommt von dem Wort Nefila, fallen. Elefant, Nafal, gefallen. Und Pil bedeutet auch seine Persönlichkeit zu zeigen. Aber der Elefant hat Angst von wem? Von einem Moskito. Was ist Moskito? Moskito ist das Symbol für den größten Egoismus in dieser Welt. Das ist die einzige Lebewesen, die nur nimmt, zupft Blut und gibt gar nichts zurück. Und die Dora Palaga waren auch solche Leute. Sie wollten alles für sich haben. Egoismus, Selfish. Selfie. Heute, Menschen kaufen einen großen Stock und machen Selfie. Dass ein Mensch hat sich lieb, ist gut. Aber der Mensch soll denken, damit Freude machen an die anderen Leute. Wenn ein Mensch macht Selfie, soll er mindestens mit diesem Selfie was altruistisch machen. Freude machen an seine Familie, an seine Mischproche. Hat er was Gutes, Witziges erlebt, soll er weiter zeigen, soll er weiter teilen. Ist nicht verkehrt, gibt auch gute Sachen. Ich wünsche euch alle gute Begegnungen und Psorot Tovot. Amen. Warum habe ich mit euch diesen Gedanken heute geteilt? Weil es mir gefällt. Und es gefällt mir, euch Sachen zu teilen. Todar Rabba. Vielen Dank für eure Zuschauen. Ihr könnt ruhig unsere Shiurim weiter verteilen an euren Freunde, an eure Bekannte, um die Torah zu vermehren in Deutschland, in Österreich, in Schweiz. Und ich weiß, mein Sohn hat mir gesagt, dass es gibt auch Leute in die ganze Welt, von vielen Plätzen, die gucken unsere Shiurim. Es wird mich freuen, wenn bei diesen Gedanken über den Elefant, wenn es gibt Leute von besonderen Städten und Plätzen, schreib einfach liebe Grüße aus Chile, liebe Grüße aus Rumänien. Also ich habe schon interessanten Grüße bekommen von Zagreb, von Budapest, von Spanien, von Portugal, von vielen Ländern. Aber es wird mich noch freuen zu hören, dass es gibt schöne Zuhörer, gute Zuhörer. Das gib einfach nur eine Bestätigung, von wo ihr kommt. Es ist mir schon neugierig, schon lange Zeit. Schreib nur liebe Grüße, danke Shlomo aus Amsterdam.
aus, egal von wo, egal in der Welt, aus Offenbach. Es gibt auch in Offenbach gute Menschen, auch in Bochum.